hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 16.11.2021. Und unser DAX hat sich mal ein bisschen gedreht, sitzt jetzt aufrecht, aber so richtig Motivation hat er weiter nicht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass er grundsätzlich natürlich jetzt hier erstmal weiter steigen kann, auch natürlich aus der Tageschartroute, dass man ihm oben da durchaus Platz geben lassen sollte bis 16.175, 16.230, 16.245 und eben aber auch mehr. Ne, wir hatten im 2-Stunden-Chart da die 3.65 noch mit drin und hier oben dann die 4.90 wäre die nächste. Und dass unser DAX gut und gerne dort hochsteigen müsse, um das zu verhindern, um unten rauszuarbeiten, sollte er unter 16.070 weg. Tauchen, alles was über 16.070 war, insbesondere eben auch über 16.120 war hier eher als Long-Signal benannt und damit kann man eigentlich das Video auch direkt schon wieder schließen, denn viel mehr ist gar nicht passiert. Wir haben unseren DAX über die 16.120 drüber geschoben, natürlich weiterhin definitiv keine real starke trendbewusste Vorstellung, die wir sehen. Ich mahne aber dennoch zur Vorsicht, zu zeitig schon auf der Short-Seite zu agieren. Ne? Es ist, kann einfach, also man sieht es auch oft in einem Aufwärtstrend. Es ist einfach oft so, man hat so eine Seitwärtsphase und alle denken, oh, der steigt ja nicht, der steigt ja nicht, der steigt ja gar nicht. Morgen kommt irgendeine Nachricht und dann macht er 200, 300 Punkte an einem Tag nach oben. Und dann sitzen alle da und denken sich, scheiße, war's. Ne, weil sonst sind sie immer noch in den Shorts drin. Und sowas sollte man vermeiden, dass man halt auch wirklich erst einsteigt, wenn dann wirklich auch Verkaufssignale kommen. Wenn jetzt, wie ihr zum Beispiel am Montag besprochen, 16.70 nach unten bricht, ist er ja nicht, ist nicht mal dran gewesen, hat sich schon bei 16.75 nach oben gedreht, dass man auf sowas einfach achtet. Ne, wenn jetzt morgen die Meldung kommt, hier irgendwie, die hier in China rettet irgendwie alle Immobilieninstitute oder verstaatlicht sie oder keine Ahnung, und der Markt reagiert dann einfach mal mit 300, 400, 500, 600 Punkte nach oben Entladung, ähnlich wie man das nach dem November US-Wahlanstieg hatten, dann sowas jederzeit möglich halt. Ne? Also muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Solange da keine Short-Signale kommen, sind halt noch keine Short-Signale drin. Ne? Auch wenn man ganz klar sagen muss, dass das eine Trendschwäche bewertet werden darf. Es darf als Trendschwäche bewertet werden. Es ist eine nachlassende Dynamik auf der Oberseite. Es ist nachlassender Druck auf der Käuferseite zu verspüren, aber es wird halt auch einfach nicht verkauft. Und wenn nicht verkauft wird, fällt das Ding halt nicht. Und dann bleibt im Zweifel hier noch 2, 3, 4 Wochen stehen und steigt dann nochmal bis nach Weihnachten nach oben raus. Also das ist noch kein Shortgrund. Ne? Wenn er anfängt nach unten zu arbeiten und das wäre jetzt zum Dienstag mal mindestens unter 16.100 zurück, dann wird er ja mal ein bisschen Platz machen. Nochmal zu 16.70, nochmal Platz auf die 16.10. Aber auch das ist dann erstmal wieder eine Unterstützung, die bestimmt nach oben arbeitet. Und darunter wird es dann langsam wieder vom Chartbereich ein bisschen negativer, sodass auch Shorts einfach leichter von der Hand gehen und nicht einfach nur so auf der Stelle stehen bleiben. Ja, oder nur ins Minus treiben, dann halt von Minute 1 an. Ja, also, das einfach nochmal ein bisschen zur Sensibilisierung. Ansonsten, klickerweise, kommen wir langsam dann auch in die nächsten Ziele rein. 2.30 ist dann die nächste, 2.30, 2.45, 1.75 noch auf dem Weg, 1.75, 1.80, dann die 2.30, 2.45 und eben hier 3.65. Das sind noch so Stationen, die oben angelaufen werden können. Die 2.30, 2.45 eigentlich recht präsent. Da kann man verschiedene Methodiken anlegen, wie man da hinkommt, um die zu ermitteln. Und sowas ist eigentlich immer ganz attraktiv, weil viele Marktteilnehmer das einfach beachten, es in unterschiedlichsten Analysen dann einfach auch mitkommt und es ist einfach auch so oft, dass auf Allzeithochniveaus ganz gerne dann mal technische Ziele einfach auch mal für Gewinnmitnahmen und sowas genutzt werden, weil die Leute ja gar keine Orientierung haben. Sie können ja einfach sagen, sie gehen am letzten Hoch oder am letzten Tief raus, die gibt es nicht auf Allzeithochniveau, da war der Markt noch nie, da gibt es keine Widerstände, keine Supports und deswegen orientiert man sich gerne an so Projektionszielen und wie gesagt, bei 2.30, 2.45 kommt einiges zusammen. Sagen wir mal 2.30 bis 2.50, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass die reagiert. Aber ja, Punkt, Ende aus. Ihr wisst das, solange der hier stabil, ruhig und cool gelassen bleibt, im Zweifel weiter hoch, Stück für Stück weiter hoch. Lassen da machen, idealerweise immer die kleinen Rückläufe abwarten und dann reingehen. Man muss nicht unbedingt oben ins Top reinloggen, kommt ja doch immer mal ein bisschen wieder zurück. Na, und wenn man so sieht, okay, der hat sich jetzt nach unten ausgespuckt, jetzt geht schon wieder voll die Fahrt raus, jetzt dreht er langsam wieder nach oben auf, dann kann man in solchen Bewegungen long suchen. Zumindest wenn man dann sieht, dass er wieder auftritt. Ne? Das heißt jetzt nicht, sobald eine fette rote Katze kommt, dass man dann direkt long reinknallen muss, das ist nicht empfehlenswert. Ja, aber wenn man sieht, okay, er hat jetzt den Rücklauf gestartet und es kommt einfach nichts mehr, jetzt der Druck raus und jetzt dreht er langsam wieder nach oben auf, dann kann man sowas immer mal probieren und dann auf dem neuen Allzeithoch absichern, ranziehen und die nächsten Punkte versuchen oben mitzunehmen. Ja, das soweit die Erwartungshaltung, wie gesagt, unter der 16.100 wird es unten raus ein bisschen freudiger werden, wird ein bisschen mehr Spielraum einfach kriegen.
Und da letztes was über 16.100 passiert, kann man jetzt hier auch wieder nur so sagen, ist einfach nach oben. Fertig, Punkt aus, Analyse zu Ende. Mehr brauchen wir hier nicht erzählen. Ja, das muss man sich bloß klar und deutlich vor Augen halten, damit man hier nicht den ganzen Tag nur gegen den Kerl arbeitet, sondern versucht mitzugehen. Ja, wir haben Dienstag, Turnaround Tuesday, wie gesagt, oben, also nicht wie gesagt, habe ich heute noch nicht gesagt, aber ansonsten sagt man das immer, oben raus klappt das eigentlich nicht so gut im DAX, ne? Es klappt eher auch unten raus, wenn er Montag runtergekommen ist, dann macht er gerne mal einen Turnaround nach oben. Zum Dienstag nach unten auskontern ist eher selten. Ja, das gibt es manchmal, das klappt den Amerikanern besser als im DAX. DAX ist, kriegt es immer nicht so richtig gut hin. Also zumindest sieht man es nicht so oft. Aber man kann ja einfach gucken, ne, 16.100, wie verhält er sich dort? Macht er die nach unten auf oder nicht? Bleibt er da drüber? Und wenn er da drüber bleibt, dann braucht man sich da nicht zu viele Hoffnungen auf den Turnaround machen. Ne? Läuft dann eher auf einen weiteren Kursanstieg hin. So, Punkt. Ende aus. Brauchen nicht mehr erzählen, hier ist nicht viel passiert. Brauchen wir uns nicht die Zeit verplempern. Und im Zweifel einfach noch weiter und wirklich darauf achten, dass das Signal einfach kommt. Halt, ne? Wenn da wieder Unruhe reinkommt, wenn es unruhiger wird, ist immer ein Indikator dafür, dass es wieder nach unten gehen kann. Man kann auch vielleicht ein bisschen auf den VDAX gucken. Ne? Dann kann man jetzt auf so einem Niveau, wo der Markt wirklich sehr ruhig ist, den auch tatsächlich dann ein bisschen präventiv einfach nutzen, ne? Dass man sagt, man guckt einfach mal immer mal drauf und wenn man sieht, okay, der VDAX, der springt jetzt plötzlich stark an, obwohl sich der DAX noch gar nicht bewegt, dann ist das oft so ein schon so ein kleines Vorzeichen, dass man sieht, okay, jetzt kommt gleich Bewegung, jetzt drückt er sich gleich weg. Na, das funktioniert auf so einem Niveau sehr, 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 sehr gut. Aber ja, ansonsten wirklich Signale abwarten. Ne? Da kann ich nur an die Vernunft appellieren und dass man da jetzt nicht anfängt, hier alle 10 Punkte irgendwie noch weiter Short auszubauen oder sowas. Ne? Nachher steht dann irgendwo bei 17.775 und man fragt sich, was zur Hölle habe ich gemacht in der Marktphase, wo alle von, wo jedes Jahr eine Jahresendrallye einsetzt, warum habe ich das nur getan? Ne? Also man darf Short, aber ich bin immer der Meinung, mit Signal macht es sich leichter. Ne? Gut, ich mache aus, wünsche euch was, viel Erfolg und bis morgen.